Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir müssen irgendwie, hier sieht man ihn so leicht, den Laster, der uns den Weg versperrt, aus dem Weg räumen. Teaching him anything? Trying to. Okay, ihr bringt uns nicht weiter, aber die Musik geht mir. Die war doch schon offen, oder? Okay. Wo ist Clementine? War oben, richtig? Mit... Aha. Use Tanker? Ja, dann benutzt den mal, Lee. Benutzt den mal. This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. Allerdings. Und das wird wohl kaum funktionieren. More big shit to move. Exakt. So, was habt ihr so? You interrogating this woman for us? Yep. She set off any alarm bells? Not yet. She's very thorough. That's what I like to hear. Okay, können wir mit dir reden auch nochmal oder war's das schon? Hey there. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's busted, but it means something to her. Oh, I understand. Careful, she's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Look, I don't need a lecture. You aren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. Das stimmt. Also Krista scheint sehr vernünftig zu sein, allerdings nicht ganz so sympathisch wie Omid. Not sure how we'll get... ja, das stimmt sure allerdings, dass ich das nicht weiß, wie wir den Tank darunter kriegen. He likes to break things. Okay. Wo kommt ihr her? San Francisco. Jeez, a long way from home. I blame the one in there. He wanted the Great American Road Trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway, other than old white guys? Wonderful. You two will be thick as thieves. Okay. What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. If you're gonna be around for a while, be good to know what baggage you got. Then maybe we won't be around for a while. Okay. Ist in Ordnung, Krista, dass du das nicht erzählst? Ob wir da jetzt schon wieder hochgehen? Können wir einfach mal machen. Vielleicht bringt das was. Vielleicht haben wir jetzt neue Optionen. Auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht so glaube, dass wir jetzt hier großartig was Neues machen können. Hier ist nichts, was wir tun können. Okay, jetzt haben wir wieder diese Ansicht. Hier ist auch nichts zum Anklicken. Hier nur das Gehabte. Und hier kann man hier reingehen oder reingucken oder sowas. Oder ist hier auch rein gar nicht? Ah, da oben ist was. Whatever government work was going on here didn't seem to help. Okay. Moment, ich setz mich mal ganz kurz ein bisschen anders hin. So, ich hoffe, das geht so besser. Okay, hier oben haben wir Scheinbär. Scheinbär? Ja, ist ein neues Tier. Der Scheinbär. Scheinbar nichts mehr an Möglichkeiten übrig. Sodass wir jetzt vielleicht doch nochmal zu Omid gehen. Weil Krista das eben nochmal meinte. Und vielleicht können wir ihn so ein bisschen mit Geschichte zum Reden bringen. Mal schauen, weil er das ja mochte. Das war kurz. Teaching him anything? Trying to. Okay, hier haben wir also keinerlei Optionen. Und also mit Chuck konnten wir gar nicht reden. Den konnten wir bloß angucken und bestaunen, wie toll seine Musik doch ist. Oder? Genau. Und Ben hat auch nichts gemacht. Oder? Komm, wer der Dialog kommt noch mal. Yeah. And I hope we won't have any more trouble out of you. I promise you won't. Na gut, wollen wir dir mal glauben, Ben, auch wenn
viel deine Schuld war. Aber was zum können wir denn jetzt machen? Es hat recht gut geklappt alles, dass wir nicht mehr so irgendwo feststeckten, immer etwas zu tun hatten. Aber jetzt, ganz ehrlich, jetzt weiß ich gerade nicht weiter. Können wir noch weiterreden oder war's das? Hey. Ja, das war's dann auch. Da hinten, auf der Seite ist die. Mann, das hätten wir aber ja sagen können. Ich dachte, die wäre auf der anderen, wo wir schon vorbeigefahren sind. Ja, dann gehen wir doch einfach mal hin. You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Yeah, all right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Ob das eine gute Idee ist, Clementine da mitzunehmen? Na, mal sehen. In dem Part war ja bisher nicht so viel Action, also in dieser Episode, sondern mehr so Dialoge und die Personen noch etwas besser kennenlernen. Survivor's Insight. Kannst du das überhaupt lesen? Okay, hier sind irgendwelche Zeichen. Everton und Schulz. Okay. Was ist hier so? Fine Silver. Mhm. Nicht so interessant, wie ich gerade tue. Also, es interessiert mich eigentlich ein Scheißdreck. Aber wir können uns das mal angucken. Macon. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Sieht aber nicht so aus. Hier können wir die Treppe runtergehen. Aha, und hier noch weiter. Hier ist auch noch irgendein Sign. Okay. Kommen wir hier rein? Nein. Clementine, du wohl. Wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Okay, also wenn da Überlebende drin sind, dann sind da entweder noch Überlebende drin oder die sind mittlerweile weg oder die sind mittlerweile nicht mehr Überlebende. Ihr wisst schon. The window's open up there. Maybe I could look in. Okay. Könntest du machen, aber wir können. Die Tür war ja zu, richtig? Richtig. Dann, und wenn wir ein bisschen mehr Kraft versuchen. Ich sagte ein bisschen mehr Kraft und nicht so ein bisschen. Dann heben wir dich mal hoch. Aber nur reingucken, oder wie? Nicht gleich reinstecken. Okay, das ist gut. Was siehst du? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Das wäre jetzt I'll be damned. Nicht schlecht, Clementine, nicht schlecht. Ja, dann können wir natürlich die Door mal öffnen. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Ich glaube, dieses Mal erwartet uns aber zum Ende der Episode keine solche Katastrophe wie in den letzten zwei. Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Wobei ich gerade überlege, wie die geendet haben. Das eine war ja auf der Farm, dass wir da... Was? Prop Door. Okay. Da war eben eine Zeit oder so. Warum? Was ist das da? There's gotta be something useful in here. Bei der zweiten Episode waren wir in der Farm. Moment, ist... Ne, alles okay. Sieht leer aus, aber Gitter sind immer schlecht. Ich hoffe, da müssen wir nicht rein. Naja, mal gucken.
Was ich sagen wollte, genau, bei der zweiten waren wir ja auf der Farm und bei der ersten, wie hat das geendet? Genau, da hatten wir das, hier dieses Motel da gefunden, wo wir waren oder so, ne? Stimmt. Und wo waren wir davor? Ah, genau, in Atlanta, glaube ich, How war we das. doing? Good. Da What wurden do wir we immer need? niedergerannt, so ein Something bisschen. to help us deal with the tanker out there. Wir sind ja jetzt schon relativ wenig. Okay, eigentlich nicht weniger als vorher, oder? Doug und Katja haben wir verloren, dafür haben wir Omid und Krista bekommen. It's locked up good, but there's some space at the top. We're lucky I'm so little. Yeah, we are. Und für Carly haben wir Chuck bekommen und für Lily They keinen didn't have Ersatz. much business back then. Okay, look at Blowtorch. That's exactly what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Okay, dann brauchen wir das, ja. Ist hier sonst noch irgendwas oder müssen wir jetzt tatsächlich diese Tür öffnen? Das war ja fast klar. Dann öffnen wir die mal und Locked up machen uns good. bereit. Okay, ist zugeschlossen. Dann muss ja hier irgendwo ein Schlüssel oder so li liegen, oder? Oder wenn wir das... Wish that thing was in my hands instead of over there. It's too dark otherwise. Also nehmen können wir das scheinbar nicht. Aber ist der Schlüssel... Moment, wir könnten Clementine da schon wieder durchstecken. There's some space up there, but not much. We're lucky I'm so little. Here we are. Oh nein, ich will... Nein. Oh, das endet doch jetzt nicht You okay gut. going over the top of this fence? Yeah, definitely. Ich weiß auch hier nicht mehr, was passiert. Go on and grab the keys, Clem. Oh. Come on, scoot. Was denn? Was denn? Was denn? Behind you! Oh nein, ich wusste es. Ein Glück kommt er von der Seite. Oh. Ja, jetzt muss Clementine schießen. Du kannst das. Du kannst das. Okay, kriegst erstmal eins. Kriegst du noch eins? Nimm den da unten. Schnell. Nimm ihn. Okay. Okay. Guten Hunger. War scheinbar die falsche Entscheidung. Okay. Go on and Diesmal grab weiß the ich, was keys, hinter uns Clem. kommt. Brauchst du mir diesmal nicht sagen. Come on, scoot. Behind you! Okay, wir schlagen den jetzt einfach die ganze Zeit ins Gesicht, würde ich sagen. Und dann klappt das schon. Hoffe ich. Nein, 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 nein. Das wollte ich doch gar nicht. Hä? Was denn? Okay. Ja, das haben wir eben schon gesehen, das. Okay, dann noch einmal. Go on and grab the Ich bin mir keys, nicht Clem. sicher, was ich machen muss. Ich habe eigentlich gedrückt ein Come paar on, Mal, dass ich scoot. die schlage, aber irgendwie hat er Behind daraufhin wenig you! gemacht. Oh, in dem Moment hättest du schießen sollen. Jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, geh rückwärts. Einmal kriegst du eine. Einmal kriegst du eine. Weiter rückwärts, jetzt kriegst du noch eine. Noch weiter rückwärts, kriegst du noch eine. Kriegst du noch eine. Du noch. Okay, das klappt auch so nicht. Also müssen wir uns doch nach dem Ding bücken, oder wie? Ich verstehe es nicht. Wir waren schon so weit rückwärts, wie es ging. Andere Tasten gingen eigentlich nicht zu drücken. Es ging bloß rückwärts und halt Go on and schlagen. grab the keys, Clem. Beziehungsweise bücken nach dem Ding. Come on, scoot. Okay, wir versuchen es jetzt noch einmal. Irgendwann Behind muss es ja you! mal klappen. Es wird schon. Aber es ärgert mich. Okay, wir gehen jetzt wieder zurück. Einmal kriegst du. Oh, das habe ich gar nicht gemacht.
Warum nimmst du es nicht? Okay, es hat schon wieder nicht funktioniert. Das will ich jetzt aber in diesem Part echt noch schaffen. Mein Timer hat gerade geklingelt, aber... irgendwie... vielleicht... ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Mir war so, als wenn ich das eben gesehen habe, dass man bei diesem Werkzeug die Auswahl hatte, ob man sich das nimmt oder ob man drauf guckt. Okay, los, rückwärts, 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 rückwärts. Nein, bisher kann man nur rauf gucken. Dann Schlag. Oh, hä? Ich verstehe es nicht. Haben wir noch irgendwelche anderen Optionen, die ich jetzt übersehe? Da war eben auch nur, dass man gucken konnte. Das kann man hier langsam echt überspringen. Also wenn wir es noch mehrmals machen wollen, müssen, dann schneide ich das raus, diese Szenen, und dann nur die Versuche von mir. So, okay. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Einmal kriegst du ein paar, jetzt 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 kriegst du ein paar. Hä? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, was soll ich da machen? Okay, nächster Versuch. Okay, auf in die nächste Runde. Einmal kriegst du wieder ein paar, du kriegst ein paar. Wir haben hier... er ist... ich verstehe es nicht. So, okay, jetzt... er bewegt sich nicht. So, okay, da bin ich wieder. Und zwar... Wie mache ich das denn? Ich verstehe es nicht. Ich sehe diese doofe Hand da, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Moment, mit Scrollen vielleicht. Genau, mit dem Mausrad. Okay, ich versuche es jetzt noch ein letztes Mal. So, so, jetzt aber, jetzt... und jetzt, ja. Jetzt funktioniert es, okay. Und jetzt nehmen wir dich erstmal. Oh, 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 oh. Das kriegen wir hin. Und E. Sehr schön, sehr schön. Puh, puh, puh. It's okay, it's okay. Everything's fine. Puh, Clementine hat uns geholfen. Da ist noch einer, da ist noch einer. Oh, oh, und der ist bei Clementine. Keys, now! Oh nein, jetzt müssen wir das wieder schnell aufschließen, ne? Nimm. Und jetzt schließ auf. Nicht lupfen. Aufschließen. Hä? Und jetzt aufmachen. Und jetzt müssen wir dich ins Gesicht. Mann. Es ist echt stressig. That didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Everything's okay. Endlich. I thought I heard a gunshot. We're fine. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Ja, das sieht ganz so aus. Sie hat sich gut geschlagen, ja, also mecker nicht. Wir haben es hinbekommen. We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. Nicht so böse, Krista. Ich auch. For her sake. Okay. Dann ist, glaube ich, jetzt hier alles in Ordnung, hoffe ich jedenfalls.
Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, dann hoffentlich mit etwas weniger Rumgefehle. Also bis dahin und tschüss.